Geröstete Paprika mit Tomaten und Ricotta. Hallo und willkommen bei Kathis Table. Wir werden heute Paprika im Backrohr rösten. Und dazu nehmen wir rote Paprika, denn die sind ein bisschen süßer. Das ist eine herrliche Vorspeise, die sich wahnsinnig gut vorbereiten lässt. Du kannst sie auch in einer größeren Menge machen und machst sie einfach fix und fertig und stellst sie dann in den Eiskasten. Da halten sie sich noch gut ein, vielleicht sogar 2 Tage. Und wenn du sie dann brauchst, nimmst du sie ein bisschen davor heraus, damit sie noch Zimmertemperatur annehmen können. Wenn du die Anchovy, die in dem Rezept sind, nicht magst, dann lass sie einfach weg und nimm aber dafür ein bisschen mehr Salz. Und mit den Paprika fangen wir an.